Hallo, Jörg Fuhrmann hier aus dem Steigenberger Hotel in Leipzig. Übernimmst du als Therapeut zu viel Verantwortung? Fragezeichen. Bist du zu sehr erschöpft? Fragezeichen. Das ist eine ganz wichtige Frage. Oder solltest du dich mal wieder richtig entspannen? Und mit entspannen meine ich nicht nur, jetzt wie ich hier, schlaff in so einem Hotelbett zu liegen, sondern damit meine ich auch in der Sitzung selber. Bist du relaxed? Bist du erholt? Sind deine Methoden flexibel? Oder bist du total fokussiert? Willst du da was lösen für den anderen? Oder bist du möglicherweise in einer Gegenübertragung? Weil in der Beratung, Therapie, Coaching finden ja ständig Übertragungen vom Klienten auf den Therapeuten statt. Der ist dann im Idealfall so ein Role Model für das, wohin der Klient möchte. Oder vielleicht auch für das, was der Klient auf keinen Fall möchte, bei sich selber aber auch hat. Dann kann der Therapeut natürlich als eine Möglichkeit dienen, das zu entdecken. Also wir haben ja in Beratung, Therapie und Coaching ständig Phänomene von Übertragung und Gegenübertragung. Übertragung sind eben die Phänomene, die der Klient in der Fachperson sieht. Das können Sachen sein, die sehr positiv sind, wo er sagt, hey, da will ich auch hin, die der Therapeut oder Coach vielleicht auch gar nicht hat, aber der Klient sieht es in dem. Oder eben die Dinge, wo derjenige sagt, nee, also das will ich auf keinen Fall mehr oder so will ich auf keinen Fall mehr sein. Und das sind natürlich auch Dinge, die er in sich hat, sonst könnte er sie ja in dem anderen gar nicht sehen. Und das passiert natürlich auf der Seite der Fachperson, vom Therapeuten, Coach, auf den Klienten auch. Wenn der Therapeut nämlich also eigene Ziele hat, die nicht flexibel sind, vielleicht auch mit seinen Methoden, die nicht flexibel sind, dann ist er halt wie festgefahren möglicherweise und will da eine bestimmte Richtung immer ziehen, in die der andere gar nicht hin möchte. Und das ist echt anstrengend. Ja, das kann wirklich sehr anstrengend sein für alle Beteiligten. Das nächste ist, dass natürlich, wenn ein Therapeut-Klient irgendwo, wenn die zusammensitzen, dass dort immer auch ein gemeinsames Feld entsteht, der Nervensysteme. Und wenn da jetzt jemand kommt, der zum Beispiel Trauma im Hintergrund hat, das triggert natürlich auch eigene Erfahrungen von Überwältigung und Ohnmacht, die also auch ständig dann in solchen Situationen immer mit angestoßen und wachgerufen werden. Und die muss man natürlich auch immer wieder koregulieren und oder selbst regulieren in dem Fall und da vielleicht selbst in Supervision dann eben koregulieren lassen. Das ist halt einfach auch richtig Arbeit an sich selbst. Also manche Leute fragen sich ja, was macht denn so ein Therapeut oder Coach da eigentlich den ganzen Tag? Warum kriegt er da so Geld für überhaupt? Er stellt ja nur Fragen. Es sind genau auch diese Dinge, dass er oder sie in der Lage ist, diese Sachen selber zu halten. Jemand anders ist vielleicht gar nicht in der Lage, das mit auszuhalten und er hat überhaupt nicht diese feinen Antennen dafür, das überhaupt wahrzunehmen. Und wenn das jemand jetzt sehr, sehr engagiert macht und sehr lässt sich dann aber auch sehr berühren und ist vielleicht dann sehr viel in der Gegenübertragung bezüglich seiner eigenen Erfahrungen im eigenen Leben, im Hintergrund biografisch, dass die ihn sehr stark dann angehen, das ist auf Dauer wirklich anstrengend und kann in einer Art auch wirklich ausgebrannt sein, hineinführen. Und da reicht dann auch nicht mehr so ein lapidares, jetzt leg dich mal aufs Bett, entspann dich mal, das ist dann wirklich nicht mehr ausreichend. Vor allen Dingen geht es auch darum, in Folge dann zu verstehen, was ich da auch mache, damit ich da nicht wieder ständig reingeworfen werde. So, und da sind dann so Entspannungssachen, vielleicht auch wie so Bodyscans in den Körper reinspüren, diese ganzen Themen aus der Meditation, aus dem Yoga, das hilft dann alles möglicherweise überhaupt nicht mehr, sondern es ist dann, führt dann eher wieder zu neuen Überflutungen, weil der Körper schon auch nur noch als bedrohlich erlebt wird. Und das kann dem Therapeuten auch passieren, wenn das alles zu viel ist und das Maß ist irgendwann voll. Und was sicherlich auch ganz wichtig ist, natürlich neben der Arbeit an sich selber, um klarer zu kriegen,
was da los ist, wie du tickst, ja, sage ich mal, in solchen Situationen gerade auch, ist wirklich einfach immer wieder eine Eigenarbeit zu machen an sich und dabei klarer zu kriegen, wie du auch mit Hilflosigkeit umgehst. Weil oft ist eine Hilflosigkeit im Raum und auch für den Therapeuten oder Coach ist eine Hilflosigkeit da, weil er oder sie kann das möglicherweise nicht mit seiner Methode schon nicht und generell vielleicht auch gar nicht beheben. Und das auszuhalten und zu wissen, dass es so ist, dass es jetzt nur aushaltbar ist und nicht mehr und nicht weniger, das ist auch ganz wichtig. Und da hilft es wirklich klarer zu kriegen, wie gehe ich selber mit Hilflosigkeit um. Weil die Hilflosigkeit löst ja automatische Assoziationsketten wieder von Ohnmacht und Verzweiflung. Und da bin ich nämlich auch im Film. Und das ist echt anstrengend. Also wenn je mehr Leuten du zu tun hast, die wirklich stark belastet sind, umso mehr musst du diesbezüglich aufpassen, wie du mit der eigenen Ohnmacht und Hilflosigkeit umgehst. Vor allen Dingen, wenn du spürst, dass du dem anderen nur ganz, ganz mini bedingt helfen kannst. Ja, und das ist, glaube ich, auch nochmal wichtig, sich klarzumachen, dass viele Veränderungsschritte häufig notwendig sind, um eine große Veränderung zu bewirken und dass das wirklich schrittweise geht, sukzessiv, schrittweise. Und dass es ein Effekt ist in Form von Neuroplastizität, der einfach Zeit und Übung braucht und nicht ad hoc ist. Und selbst wenn es ziemlich schnell gegangen ist, was manche Methoden ja auch versprechen und das manchmal klappt das ja auch so, aber ich würde immer sagen, ohne Universalanspruch, wenn jemand jetzt wirklich lange, lange Entwicklungsthemen hat, Überwältigungen im Bereich der Bindung, das ist durch keine Methode mal eben jetzt gleich wegzumachen, sondern das sind lange Entwicklungsprozesse, die Trigger bleiben, aber die Aktivierung geht runter. Und das muss man sich selber auch klar machen. Ich oder meine Methode muss nicht leisten können, dass der morgen kein Problem mehr hat. Und das sind alles Themen, die wirklich ein Leben lang vorhanden sind. Und ich bin jetzt auf dem Weg, ein Stück weit ein Begleiter, ich facilitiere das, helfe demjenigen ein paar Stufen, ein paar Schritte weiterzukommen. Und das ist keine Sache von mal eben ein, zwei Terminen, sondern das ist etwas, was ein längerer Prozess ist und dafür sehe ich mich als Begleiter, nicht als Wegmacher. Ja, ich denke, das könnte dir auch schon mal ein bisschen helfen, neben diesen ganzen Themen Work-Life-Balance und so weiter. Also, schau mal da drauf, wie du mit diesen ganzen Themen umgehst, mit Methodenfixierung, mit Hilflosigkeit, mit Machen wollen, mit einer Zielorientierung, um wieder in einen Zustand von Flow und Entspannung auch zu kommen, weil das braucht auch so ein Gleichgewicht. Ja, das ist so eine Art duale Entwicklung, könnte man sagen. Ja, also wir brauchen beides. In diesem Sinne, entspannte, schöne Grüße aus Leipzig, aus dem Steigenberger, Jörg Fuhrmann. Ciao.